Hallo liebe Rap One Community, ich bin's wieder, Kiki. Willkommen zum neuen Video. Wir sind hier in NRW in Erkenschwick. Genau, also wir sind hier beim regionalen Qualifier und ja, wir gucken mal, was hier so abgeht, was für Leute vor Ort sind und wir nehmen euch mit. Tatkräftige Unterstützung mitgebracht? Ja, klar. Ich bin ein kleiner, schmächtiger Typ, der Angst hat, alleine im Dunkeln. Und deswegen habe ich natürlich Unterstützung, Freundin mit einem kleinen Hund. Und ganz wichtig, sie hat mir meine Cookies mitgebracht für hinter die Bühne. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Vorbildlich. So, aber jetzt müssen wir wieder hinter die Bühne. Gerade hier riecht es nach Wettkampf, aber kommen da irgendwie Erinnerungen hoch direkt? Auf jeden Fall. Also immer wenn ich irgendwo bin, wo irgendwo getarnt wird oder so, dann komme ich immer direkt in meine Wettkampfzeiten zurück. Also kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der Wettkämpfe macht. Rap One. Also, hallo, nicht so nah kommen, bitte. Oh mein Gott. Das ist die liebe Futini. Hi, ich bin die Futini. Wieso bist du hier? Also machst du auch Bikini? Ja, ich starte heute nicht. Ich bin in Begleitung meines Mannes heute da, quasi als Betreuerin. Sehr cool. Ja. Dann wünschen wir ihm ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und danke. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ja. In welcher Klasse starten wir? Bodybuilding. Bis 90. Was stimmt mit dir nicht? Freu dich doch über Spotlight. Nein, such dir ein anderes Hobby. Freu dich doch okay, warte, ich freu mich. Hallo zusammen. Hallo, ich sehe, Heiko, du bist hier gerade fleißig am Vorbereiten. Du bist hier auch eine Athletin. Richtig, das ist die Katja Nowak. Ja, genau. Wie seid ihr zufrieden? Seid ihr ready? Ich bin sehr zufrieden. Mach dich doch mal kurz auf. Figurklasse. Alles fresh. Sag mal, Linse putzen mit Finish. Heißt doch Finish, oder? Sieht sehr gut aus. Ja. Auf jeden Fall ganz viel Spaß und danke, viel Erfolg. Vielen Dank. Danke. Hier vor allem Männer. Ich habe jetzt aber doch ein paar Mädels gespottet. Seid ihr ready? Yes, we're ready. In welcher Klasse startet ihr? Figur Masters. Figur Novis und B-Klasse. Wellness and Physique. Wenn du jetzt den zweiten Wettkampf machst oder einen dritten, du wirst besser. Erstens formtechnisch, zweitens eben die Erfahrung oder die Selbstsicherheit steigt halt einfach. Deswegen cool. Ja, mir ist scheißegal. Ich habe schon eine Pizza in vier geteilt, liegt im Auto, ist direkt unterwegs. Okay, geil. Und kalt in dem Fall. Ja, scheißegal. Hauptsache Essen. Mir schmeckt mein Essen. Ja. Also es endet dann mit relativ humanem Cheat. Ich sag dann immer medium clean. Das ist dann okay. Bekannte Gesichter. Wir haben hier einmal Alicia. Ist sicher auch kein unbekanntes Gesicht, wie gesagt. Sie ist auch Coach, Bodybuilding-Coach und ist hier mit zwei wunderbaren Athletinnen. Wie läuft's? Ja, gut soweit. Die erste Saison von den beiden. Ich habe einmal eine Wellness-Dame dabei, einmal für die Bikini. Und ja, für die Mädels halt aufregend, weil es das erste Mal alles. Aber ich muss sagen, für mich ist es meistens aufregender als für die Mädels hier. Aber läuft gut. Wir sind zufrieden. Ist das euer erster Wettkampf? Ich habe bei dir schon nicken. Ja. Bei dir auch? Yes. Okay. Seid ihr aufgeregt? Noch geht's, so langsam kommt's, aber eigentlich, ich fühle mich irgendwie routiniert, obwohl ich noch nie einen gemacht habe. Ich habe gehört, du hast gerade geschlafen, bevor wir dich hier aufgeweckt haben, das heißt, du bist Kopf wahrscheinlich geschlafen. Noch nicht richtig, aber ich bin natürlich ein bisschen am Dösen die ganze Zeit. Okay, aber generell sonst so entspannt. Seid ihr zufrieden mit der Form, mit Alicia? Mit Alicia, ja, die Form kann noch ein bisschen besser werden, aber. Genau. Habt ihr vor, nächste Woche noch auf der Dennis James zu starten? Na, das sind wir dann auch und da geht es dann um die Brust. Jetzt ein bisschen Probe und dann. Perfekt. Dann zeigt ihr euch jetzt mal und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der Dennis James wieder. Viel okay, Spaß. Also ich bin Tim Weiland, komme aus der Stadt Norden und heute ersten Wettkampf. Vorbereitet für nächste Woche Dennis James Classic. Fühle mich eigentlich ganz gut, außer dass ich meinen Beinbeuger gezerrt habe, mein Bein blau ist. Aber ich mache das Beste draus und
Zeit von der besten Seite. Hat Spaß. Quattro Mats, Coach mit seinem Coachies. Genau, mein Adi Ruppert. Nummer 55. Wir sind die Klassengang. Erzähl mal, wie viele Athleten hast du heute hier? Heute haben wir zwei hier. Nächste Woche in Frankfurt zwei und dann Westdeutsche, Süddeutsche. Machen wir nochmal ein bisschen was. Er geht zur Süddeutschen, er zur Finish James. Genau. Er bis 70 Kilo, der bis 90 Kilo. Beide. Mutengeräusche gemacht, nein. Ja? Nein, nein. Gerade wenn du noch den Hut wegnimmst, ja, dann. So, dann haben wir den gleichen Hut. Sehr cool. Sehr cool. Warst du gerade eben dran? Oder? Ich war gerade dran, deswegen bin ich so am Schwitzen. Wie ist es gelaufen? Der Center im Second Callout, ich schätze Platz 6, 7. Knapp am Finale vorbei, aber. Knapp 6 mir fehlen noch 5, 6 Kilo, um die Klasse auszufüllen. Deswegen, ich weiß ja, woran es liegt, woran wir arbeiten müssen in den nächsten zwei Jahren. Und dann. Hoffentlich beim nächsten Mal Dead Center im First Callout. Ich war schon. Du warst schon? Tatsächlich. In der Novice war ich im First Callout. Also ein erster Start heute. Also genau, das war mein erster Wettkampf. Okay, und mega. Ich bin richtig gehypt jetzt, voll angefixt. Gänsehaut kommt schon wieder. Ja, das ist einer von unseren Athleten, die halt immer strahlen. Wenn die uns Videos schicken, Bilder schicken. Der hatte seit, wann hast du keine Kohlenhydrate gehabt? Seit Samstag, Freitag? Ja, so die Ecke. Fast 7 Tage keine Kohlenhydrate wegen der 70-Kilo-Klasse, die es ja gar nicht gab, sondern nur bis 72. Jetzt wurden die Klassen zusammengemixt. Genau, und ja, unser Sunny Boy. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Es war okay. Ich habe gerade so die ersten Kritikpunkte gehört. Die haben mir gar nicht gefallen. Ich hätte wohl meinen Bauch wieder nicht unter Kontrolle gehabt. Dabei habe ich an nichts anderes gedacht als an den Bauch. Gucken wir mal, wie es jetzt wird bei der Kür. Und dann sehen wir, dann ist die Sache ja gegessen. Wie ist es gelaufen, Kevin? Erste Start heute, der für Yannick, für meinen Junior, Goldmedaille. Ich denke mal gleich rum wie die zweite Goldmedaille und vielleicht danach auch noch die dritte. Da hat jemand Bock. Wir haben Bock heute, ja. Wie fühlt man sich? Absolut zufrieden. Also abgeliefert. Jetzt kommt noch die Männerklasse. Da nochmal eine Top 3 wäre nochmal ein Träumchen. Da mal schauen. Wie war es auf der Bühne? Nicht so schön. Nee? Fandst du nicht gut? Nee. Es wird nicht gut sein mit den Beinen. Das hat leider keinen Sinn. Nee. Versuch es abzuwarten, aber ich denke mal, es ist schwierig. Ja. Aber für die Erfahrung ja trotzdem. Das Versuch war es wert, ne? Ja. Hi, hi. Ich bin die Inessa, Inessa Tempin oder Inessa Unique, wenn ihr mich folgen möchtet. Ja, das ist jetzt meine allererste Saison beim NPC. Ich bin früher schon mal gestartet beim DBFV und auch IFBB International. Ich bin mega aufgeregt, weil seit 2019, da liegen jetzt etliche Jahre zwischen. Und das ist jetzt auch natürlich nochmal hier Neuland, NPC, und das Posing ist anders und die Bikinis sind anders und einfach alles. Ich habe gerade gesehen, du hast dich hier so ein bisschen abgesondert in deinem separaten Backstage. Ja. Bist du, also ja, aufgeregt, nehme ich an, ja, schon aber das geht tatsächlich so richtig hinter der Bühne dann los. Mhm. Also wenn man wirklich dann die Schuhe anhat, aufgepumpt ist und eingeölt und die Musik läuft, dann werde ich so richtig nervös. Also jetzt, ihr habt mich gerade echt geweckt. Also ich habe tatsächlich nochmal geschafft zu schlafen. Alles gut, gar kein Problem. Aber ich habe sogar geschafft zu schlafen. Also das fängt dann wirklich richtig direkt Backstage hinter der Bühne. Das heißt, eigentlich bist du entspannt, zufrieden mit der Form soweit. Vorbereitung lief auch gut. Ja, doch. Also ich bin definitiv besser in Shape und ich sag mal schärfer in Shape als damals, aber die Anforderungen sind ja natürlich auch ein bisschen anders. NPC ist natürlich ein bisschen, musst du auch härter kommen als Frau. Richtig, korrekt. Und deswegen, mal gucken. Ich bin bestimmt immer noch eine der Bikinis, die so ein bisschen mehr drauf haben. Nicht unbedingt Fett, aber halt auch einfach Muskulatur, gerade Popo und so. Aber ich hoffe einfach, das ist ja auch ein bisschen ja die Popo-Klasse, ne? Genau. Ja, okay, dass das auch, dass es trotzdem ganz gut wird. Also mal schauen. Sehr cool. Yeah.
haben wir die Medaille für den ersten Nordrhein-Westfalen-Meister, den Dominik Wevers. Wie fühlt man sich mit dem Gesamtsieg? Jetzt gerade gut. Jetzt gerade gut? Nee, super, war top. Hat alles gepasst, war glaube ich meine beste Form bisher. War mega happy, ein bisschen mit dem Gewicht am Anfang Struggle gehabt, weil ich noch 800 Gramm zu schwer war, aber das hat sich mit einem ordentlichen Gang aufs Klo dann erledigt. Bin genau in die Klasse gekommen, alles gepasst, super, freue mich. Nächste Station? Nächster Stopp ist Dennis James und da am allerliebsten nochmal das gleiche Ding wiederholen wieder. Viel Erfolg dafür. Danke euch. Ja, so, also mit dem Ergebnis bin ich an sich sehr zufrieden, mit dem Paket sowieso. Meine Stärke war das Posing leider noch nie. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe es im Griff dieses Mal. Ich muss die Woche noch Gas geben, was das Posing angeht. Sonst wird es in Frankfurt genauso laufen. Aber in Frankfurt soll es anders laufen. Deswegen weiß ich, was ich zu tun habe. Ich gratuliere dem Dominik, dem Wolbert, dem Teamkollegen von Herzen. Er hat einen tollen Job gemacht. Super Präsentation, tolles Gesamtpaket. Deswegen verdient den Gesamtsieg. Da gibt es nichts zu meckern. Ich bin trotzdem der Massigere. Ja, jetzt heißt es für mich erstmal, jetzt gönne ich mir ein Steak. Eine leckere Kartoffel, das ist aber das Einzige, was ich essen darf. Und dann heim, Hausaufgaben machen. Sehr gut, viel Erfolg schon mal für nächste Woche. Danke. Also ich habe nicht damit gerechnet, ich bin relativ spontan hier und habe jetzt 3 Goldmedaillen abgesandt. Das ist für spontan ganz gut, ne? Das ist für spontan ganz geil und ja, bin da sehr happy mit, ne? Nächster Halt ist dann jetzt wohl die Dennis James, also das nehmen wir dann mal mit, ne? Bin mal gespannt. So Leute, wir hoffen oder ich hoffe, euch hat das Video gefallen heute bei der NRW-Meisterschaft. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar coole Eindrücke geben von diesem regionalen Qualifier. Nächste Woche sehen wir uns wieder auf der Dennis James. Da werdet ihr noch ein paar mehr Eindrücke kriegen. Und ja, wie gesagt, folgt Rap One, checkt den Channel, lasst ein paar Kommis da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Meine Prognose war richtig. 3x Gold heute, Men's Physik Klasse A, Bodybuilding bis 80 Kilo und Junioren Bodybuilding. Alle gewonnen. Kein schlechter Schnitt, würde ich sagen. Ne? Ja, ich würde sagen, so kann es auch für Dennis James nächste Woche weitergehen.